Willkommen zu Logbuch Freiheit, dem Zusammenschluss der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Logbuch Netzpolitik, unser kleines Video-Crossover-Format für United We Stream, jetzt auch mit Maskenpflicht. Bei mir ist wieder Lea, beziehungsweise natürlich nicht bei mir, weil sie es nicht sein darf, aber im Internet sind wir ja alle zusammen. Und wir haben uns in der letzten Sendung über Versammlungsfreiheit unterhalten. Und da gab es jetzt eine neue Entscheidung oder was war da los am Bundesverfassungsgericht, Lea? Ja, also genau, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Rechtsprechung die relativ pauschalen und absoluten Versammlungsverbote soweit gehalten hatte, woran wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ziemlich große Kritik geübt haben. Und jetzt gab es eben auch erste positive Entscheidungen und vor allem sehr wichtig die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 16. April, die eben mehr oder weniger also Verfassungsrecht für Anfänger entschieden hat. Also ein pauschales Versammlungsverbot ist nicht zulässig. Stattdessen hat eben die Behörde bei der Entscheidung über Versammlungsverbote einen Ermessensspielraum und muss ganz konkret sich mit dem Einzelfall, also mit der genauen geplanten Versammlung auseinandersetzen. Es hat damit jetzt nicht pauschal die in Frage stehende Versammlung zugelassen, aber es heißt eben, dass so diese absoluten Verbote, wie sie soweit gehandhabt wurden, jetzt also nicht mehr vom Bundesverfassungsgericht so mitgetragen werden. Das ist ein ziemlich wichtiger Schritt. Sehr gut, also wir können uns wieder versammeln und eine sinnvolle Abwägung scheint hoffentlich auch in Bayern zukünftig stattzufinden. Heute wollen wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was so für Entscheidungen in der Krise getroffen werden, von wem die Entscheidungen getroffen werden und ob das denn die gleichen sind, die es am Ende ausbaden dürfen. Spezifisch geht es uns da auch um die Geschlechterverteilung in verschiedenen Gremien und um systemrelevante Berufe. Ich finde das sehr interessant, weil wir in der letzten Krise, die ist ja ungefähr 10 Jahre her, da hatten wir was ganz anderes, was systemrelevant war. Da waren es die Banken und jetzt sind es auf einmal Jobs, die wir in der Gesellschaft, ja, ich würde sagen, mit einem ähnlichen Status versehen wie Banker, die aber eine sehr viel härtere Arbeit haben und wahrscheinlich auch sehr viel weniger Geld verdienen. Welche Berufe sind denn jetzt gerade so systemrelevant? Ja, also ich glaube, dass dieser Begriff systemrelevant ist. Es ist kein rechtlicher Begriff. Ich glaube, dass der wahrscheinlich am allerersten so ein soziologischer Begriff ist und dass man den wahrscheinlich ganz spezifisch jetzt hier für die Corona-Krise so auslegen muss. Und ich habe das Gefühl, die Definition, die allgemein eben auch so journalistisch oder sonst wie besprochen wird, hat damit zu tun, was sind quasi die Leute, auf die es absolut ankommt, um jetzt die nächsten 2 bis 4 Wochen zu überleben, wenn wir alles runterfahren. Und dann bleibt eben nur noch sehr, sehr wenig. Also selbst Sachen, die aktuell eigentlich noch weiterlaufen, werden dann eben nicht mitbehandelt. Und ich glaube, systemrelevant sind dann eben, also ganz klar so der Gesundheitsbereich, aber auch Einzelhandel, Lebensmittelversorgung, IT oder Transportinfrastruktur, innere Sicherheit, Polizei gehört auch mit dazu. Ah. Ich würde sagen, das ist es wahrscheinlich schon. Also ich meine, Gerichte oder so funktionieren ja auch gerade weiter, aber ich glaube, die werden nicht so als systemrelevant in dem engen Sinne verstanden. Friseurinnen und Friseure nicht. Aber ab demnächst ja schon wieder, ne? Die dürfen ja ab dem 3. Mai wieder loslegen. Also hohe Bedeutung haben die Friseure. Jetzt ist das so, wenn man in der letzten Krise systemrelevant war, dann hieß das, man hat ganz schön viel Geld bekommen, ne? Und man hatte eine ganze Menge Privilegien, wenn nämlich, dass man als kapitalistisches Unternehmen auf einmal vom Kapitalismus befreit war. Ist das jetzt eigentlich in unserer Gesellschaft auch ein Privileg, systemrelevant zu sein oder eher nicht? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also, weil es hat ja gerade den Vorteil, wer systemrelevant ist, der darf weiterarbeiten. Das erscheint so ein bisschen als Privileg, aber ich glaube, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt und da gab es so eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, eine relativ kurze Studie dazu, die sich damit auseinandergesetzt haben, wer sind eigentlich diese systemrelevanten Berufe und was für eine Anerkennung haben die gesellschaftlich und was für eine Bezahlung bekommen die so. Und ich glaube, Fazit ist nicht so ein Privileg. Eher problematisch. Eher wenig Anerkennung und wenig Geld. Die nicht Homeoffice-fähigen Jobs sind das so ein bisschen. Ja, ne? Und was dabei rauskam, ist eben auch so 75% Frauen sind mit dabei. Das 75% Frauen. Und also außer die IT-Dudes natürlich. Ja, also IT gut. Und Verkehrsinfrastruktur tatsächlich mehrheitlich fast ausschließlich männlich, so in etwa. Aber die anderen systemrelevanten Berufe, die wir jetzt gerade so gelistet haben, sind eben mehrheitlich weiblich.
Verkehrsinfrastruktur ist Autobahnen bauen oder... Nee, ich glaube eher so öffentlicher Nahverkehr jetzt aufrechterhalten und so. Also weiß nicht so, wer da so die U-Bahn hier durch Berlin steuert. Ah, okay. Okay, wie ist da so insgesamt die Anerkennung dieser Berufe? Wer übt die aus? 75% Frauen, ja? Ja, genau. Also das ist natürlich schon auch so ein bisschen branchenabhängig und die genauen Berufe. Also zum Beispiel haben HumanmedizinerInnen eine relativ hohe Anerkennung. Aber nicht alle Berufe im Gesundheitsbereich haben eben diese hohe Anerkennung. Also das sind eben echt tatsächlich vor allem die ÄrztInnen. Und auch nicht alle, die jetzt den Gesundheitsbereich eben am Laufen halten. Da gehören ja eben auch Reinigungskräfte, alle möglichen anderen mit dazu. Oder zum Beispiel auch irgendwie jetzt die Personen, die in der Kindernotbetreuung arbeiten oder so. Und die haben nicht unbedingt gesellschaftlich eine besonders hohe Anerkennung und sind vor allem eher gering entlohnt. Dafür kriegen die aber jetzt um 19 Uhr immer Applaus. Ja, genau. Und da gab es jetzt schon so die große Diskussion ab jetzt. Also das ist ja eigentlich so der Punkt auch dahinter, der Grund auch, warum das DIW sich damit auseinandergesetzt hat, dass wir jetzt gerade mal diese Berufe uns auf einmal angucken und irgendwie feststellen so, oh wow, die sind echt total wichtig. Ohne die würden wir jetzt 2 bis 4 Wochen Corona nicht überleben oder so in etwa. Und das ist ja irgendwie total schön, dass man irgendwie jetzt so eine gewisse symbolische Anerkennung denen auch zukommen lässt. Es wird aber eben auch vielfach gesagt, dass sich das natürlich auch irgendwie über diese akute Krise hinaus in gesellschaftliche Anerkennung, vor allem aber eben auch in Bezahlungen niederschlagen sollte. So jedenfalls politische Forderungen. Jetzt ist das üblicherweise so, dass wenn man über solche Geschlechterverteilungen in Berufen spricht, dass man häufig die Frage hört, na und, die Frauen können ja auch was anderes machen oder so, ne, haben die sich ja selber ausgesucht oder auch ganz einfach, wo ist das Problem? Ja, warum ist das ein Problem, wenn ein bestimmter Beruf überwiegend von Frauen oder Männern ausgeübt wird? Ja, genau. Warum ist das eigentlich ein Problem, wenn es einfach so bestimmte Frauenberufe gibt, weil Frauen das eben lieber machen und Männerberufe, weil es Sachen sind, die Männer lieber machen? Das wäre jetzt in so einer Idealwelt, wo diese Jobs total gleichwertig und auch gleich bezahlt sind, wäre das ja auch total okay. Tatsächlich ist das ja aber so, dass diese spezifischen Frauenberufe eben sehr oft Berufe sind, die wenig gesellschaftliche Anerkennung haben oder eben auch schlecht bezahlt sind. Dass es also jetzt nicht darum geht, dass auch gleichwertige andere Jobs von Frauen gemacht werden, sondern dass damit eben einhergeht, dass eine schlechtere Bezahlung, dass das eigentlich eher Ausdruck eben auch dieser Machtverteilung ist zwischen Frauen und Männern, dass bestimmte Jobs dann eben eher so bei Frauen landen. Und das kommt zweifelsfall aus alten Rollenverständnissen, die es Frauen häufig nur ermöglicht haben, vielleicht halbtags oder mit größeren Zeitunterbrechungen zu arbeiten, was dann gleichzeitig Jobs sind, die unter Umständen eine geringere Ausbildung erfordern? Oder ja, gibt es da noch weitere Hintergründe? Ja, also ein Aspekt ist ja zum Beispiel genau, dass so eine Geschlechterrolle von Frauen in der Gesellschaft eben ist, also diesen ganzen Bereich auch von Care-Arbeit abzudecken. Also unter Care-Arbeit versteht man eben alles, was so um die Betreuung von Menschen geht, ob das jetzt bezahlt oder unbezahlt ist, also Kinderbetreuung, Altenpflege. Das passt eben zu dieser Vorstellung von der Frau als der Person in der Familie, die sich kümmert und die eben erste Ansprechperson für diese Tätigkeiten ist. Und Geschlechterrollen limitieren eben individuelle Personen in ihrer Entwicklung. Und deswegen sind sie also mit ein Hauptgrund für Diskriminierung. Also Geschlechterrollen, aber natürlich auch andere Stereotype, genauso jetzt rassistische Stereotype oder ähnliches, ne? Und wir haben im Grundgesetz eben ja erstmal sowieso das Diskriminierungsverbot verankert, aber eben auch in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 nochmal so als Verfassungsziel, dass der Staat auch aktiv politische Maßnahmen ergreifen soll, um Geschlechter gleichzustellen. Und wenn wir jetzt sehen, dass irgendwie in bestimmten Berufen die Aufteilung aber ganz krass ungleich ist, dann ist das irgendwie so ein Anzeichen dafür, dass diese Geschlechterrollen eben nach wie vor noch existieren und dass also auch ja staatliche Bemühungen, soweit sie überhaupt stattfinden, eben nicht durchgreifen. Und es gibt zum Beispiel auch im internationalen Menschenrecht die Frauenrechtskonvention, die jetzt seit letztem Jahr 40 Jahre in Kraft ist und die ganz explizit in Artikel 5 sogar darauf hinweist, dass so Geschlechterrollen, also dass der Staat aktiv werden muss, um so Geschlechterrollen entgegenzuwirken, weil die eben als einer der Hauptursachen für Diskriminierung angesehen werden seit 40 Jahren. Das ist jetzt also unsere Situation. Wir haben also überwiegend Frauen in den sogenannten systemrelevanten Berufen. Die kriegen ein bisschen noch einen geklatscht, kriegen aber weniger Geld.
Ja, und so, wer entscheidet denn jetzt über diese Personen? Sind da denn wenigstens dann genug Frauen in den Gremien, die sagen, jo, super, wir holen uns jetzt alle den Corona beim Reinigen und Desinfizieren im Krankenhaus? Genau, wir haben also irgendwie diese krasse Diskrepanz zwischen, wer schiebt uns jetzt hier eigentlich gerade lebensnotwendig durch die Pandemie und wer entscheidet? Wer entscheidet nämlich? Also es ist irgendwie auch selbstverständlich, aber es ist ja im Moment krass zu sehen, dass Entscheidungen vor allem eben Regierung und Exekutive treffen und nicht unbedingt der Gesetzgeber. Und wenn der Gesetzgeber hier was gemacht hat, die Parlamente dann eben in so Eilgesetzgebungsverfahren, die sehr, sehr schnell durchgehen mussten. Oder wenn die Regierung es macht, dann holt sie sich Rat eben aus so Expertengremium. Ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel jetzt das mit der Gesetzgebung erstmal als eine Möglichkeit anschaut, was jetzt gerade irgendwie so an Entscheidungen in der Krise stattfindet, dann ist in den Eilgesetzgebungsverfahren fällt eben nämlich insbesondere eins weg. Und das ist zum Beispiel so Verbände, Anhörung und Beteiligung. Also im Normalfall, wenn so ein Gesetzgebungsverfahren läuft, dann ist das schon in der Geschäftsordnung der Bundesministerien festgeschrieben, dass die noch bevor quasi ein Regierungsentwurf entsteht, also auf der Ebene des Referentenentwurfs, schon anhören und Verbände mit einbeziehen, sodass eben also möglichst plurale, diverse Perspektive mit eingebracht wird in diesen Entscheidungsprozess über Gesetze. Und das geht dann im formalen parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren auch noch weiter, dass dann eben auch in Anhörungen im Ausschuss, im Bundestag zum Beispiel noch Verbände angehört werden. Und in Eilgesetzgebungsverfahren fällt das halt komplett weg und einfach so. Die meisten, also eine Mehrzahl der Gesetzgebungsentwürfe kommen ja von der Regierung, machen Vorschlag, dann geht das flugs durchs Parlament und eine ganze Menge Perspektiven bleiben so auf dem Weg. Das ist, also mir leuchtet ein, dass das problematisch ist, nicht der Standardmodus operandi sein dürfte. Jetzt muss man natürlich so sagen, also dadurch, dass es diese Einflussmöglichkeiten oder diese, ich bin da vielleicht so geteilter Meinung, wie groß diese Einflussmöglichkeiten tatsächlich sind, kommt immer so ein bisschen auch auf das Thema an. Gerade jetzt als Chaos Computer Club oder als Gesellschaft für Freiheitsrechte sind wir da ja auch regelmäßig eingebunden und dürfen in irgendeiner Anhörung auch nochmal sagen, dass das keine gute Idee ist. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass auf einen gehört wird. Ne? Was aber insbesondere das heißt, ist, dass solche Gesetze sehr lange diskutiert und zerrieben werden, was hoffentlich in der Regel vielleicht zu einem positiven Effekt führen kann. Ja, zumindest werden alle Aspekte irgendwie berücksichtigt und ein Gesetz zu erlassen ist ja auch keine so einfache Sache. Ne? Das ist ja danach dann leider ein Gesetz und da leidet man mitunter sehr lange drunter. Insofern kann ich es ja schon verstehen, dass jetzt insbesondere bei Pandemie-Maßnahmen irgendwie schneller gearbeitet werden muss und man sagt, okay, wir holen uns jetzt hier eine Expertenkommission zusammen. Und jetzt würde ich ja naiv einfach glauben, naja, Hauptsache die Expertinnen und Experten da drin sind, die besten Expertinnen und Experten, die wir haben. Wieso ist da jetzt Diversität auch nochmal entscheidend? Ja, genau. Also das kam diese Woche ja so ganz aktuell auf, weil da so eine Experten, also es gab eigentlich zwei Expertenkommissionen, die jetzt gerade in der Osterwoche und anschließend so zur Entscheidung herangezogen wurden. Und einmal war das so dieser Expertenrat, den Laschet, also Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, sich herangezogen hat, um seine Exit-Strategie vorzubereiten und dann vor allem von der Leopoldina so einen Wissenschaftsexpertenrat, der eben auch die Entscheidung der Bundesregierung mitberaten sollte. Das ist so ein bisschen in der feministischen Szene diese Woche eingeschlagen wie eine Bombe, weil das, also diese Kommission von der Leopoldina, das waren 27 Personen und 25 Dudes, also zwei Frauen dabei. Es gab also mehr... Und Leopoldina. Leopoldina ist ja auch noch ein weiblicher Name. Es gab also mehr Jürgens in der Kommission als Frauen. Ja. Ja, genau. Also man könnte ja sagen, wenn die aber alle fachlich top sind und das jetzt die fachliche Elite ist, dann ist das doch total egal, was für einen Hintergrund die haben. Menschen mit Migrationshintergrund war jetzt auch ersichtlicherweise auch nur eine Person dabei oder so. Das ist total egal, dass die nicht divers sind, weil das sind ja fachlich die Besten, das ist die Elite. Und da habe ich erstmal schon so ein bisschen so Zweifel dran. Also erstmal klingt das dann schon fast so ein bisschen so nach dem Motto, finden wir keine fachlich guten Leute, die auch noch irgendwie weiblich oder sonst divers sind. Also ich meine, der... Aber das finde ich auch immer echt eine... Ah, das, also da kann man ja auch sehr geteilter Meinung sein. Ja, man kriegt ja häufig so Anfragen,
Wir suchen eine Person zu dem und dem Thema, sollte eine Frau sein. Ne? Jetzt gibt's da, also da, es gibt da geteilte Auffassungen. Ich meine, ich persönlich nehme das dann zur Kenntnis, dass die Frage nach einer Frau ist. Aber es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie Frauen auf diese Bitte reagieren. Ne? Die also sagen, also erstens, ich möchte eingeladen sein, weil ich ein Mann, weil ich ein, wegen meiner Kompetenz, nicht weil ich eine Frau bin. Andererseits natürlich auch, andererseits gibt es die Perspektive zu sagen, so, ja, super, wenigstens guckt mal jemand spezifisch danach, weil es gibt ja sicherlich eine Frau, die genauso kompetent ist wie irgendein Mann, den man sich irgendwie dazu suchen würde. Ja, insofern ist es ja sinnvoll zu sagen, wir suchen jetzt mal spezifisch nach einer Frau. Männer brauchen sich gar nicht erst zu melden. Also, aber ich finde, ich stelle fest, dass es da geteilte Reaktionen gibt auf so Einladungen wie Sie als Frau oder wir suchen nach einer Frau, das, ich weiß, ich merke, dass es teilweise unterschiedlich aufgefasst wird, insbesondere von Frauen. Klar, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also ich persönlich sehe das wahrscheinlich also relativ eindeutig anders. Ich finde Frauenquoten total wichtig und empfinde das als Ehre, eine Quotenfrau irgendwo zu sein. Ist doch cool, also so, wenn dadurch auch irgendwie eine weibliche Stimme gehört wird. Aber jetzt nochmal bezogen auf irgendwie jetzt konkret auf Leopoldina, weil das ist ja so die Elite Deutschlands in der Wissenschaft, die da irgendwie mit dabei ist. Und da sind ja auch irgendwie so Faktoren dabei, wer landet denn eigentlich dann genau in dieser Elite, ne? Da haben wir ja diesen ganzen gesellschaftlichen Vormechanismus, dass natürlich bestimmte Personengruppen nachher mit einer geringen Wahrscheinlichkeit in dieser Elite-Gruppe passen. Also ich meine, soziale Herkunft, Bildungsgrad der Eltern, Migrationshintergrund, Geschlecht und ja nicht nur Frauen, sondern wir haben ja mehr als zwei Geschlechter, also auch andere geschlechtliche Identitäten haben natürlich irgendwie aufgrund der Diskriminierungserfahrung in der Gesellschaft eine viel geringere Chance, da überhaupt zu landen. Nichtsdestotrotz gibt es aber in diesem Gremium von 1600 Wissenschaftlerinnen eben auch sicher Frauen, die man jetzt irgendwie in die Kommission mit hätte dazuladen können. Also ich glaube, da an dem Punkt jetzt so zu tun, als hätte es die Kompetenz nicht auch in weiblicher Form gegeben, so ist so ein bisschen müßig. Und wie wirkt sich das denn jetzt auf die Frauen aus, was die Kommission entschieden hat? Haben die vielleicht trotzdem an die Frauen gedacht oder eher nach Feierabend? Ja, also genau, und das wurde, glaube ich, diese Woche ziemlich viel behandelt, was die da so vorgeschlagen haben. Und also ein Hauptrat dieser Kommission war ja zum Beispiel, dass Schulen geöffnet werden sollen, vor allem Abschlussklassen jetzt zugelassen werden sollen und Kitas nicht eröffnet werden sollen. Und da, ich weiß, da ist so die Reaktion aus der Frauenschaft halt total krass, weil ich weiß nicht, ich glaube, um das zu bewerten, muss man sich vielleicht erst auch nochmal angucken, wie sich eigentlich diese ganze die Corona-Maßnahmen auf Frauen auswirken. Und da kann man halt sagen, wir haben in der aktuellen Landschaft, in der Gesellschaft folgende Konstellation. Frauen sind häufiger in Teilzeit. Frauen sind sehr häufig eben für die Care-Arbeit in der Familie zuständig, also die erste Ansprechperson, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Das heißt, dann sind sie häufig also auch diejenigen, die weniger gut verdienen, wenn man also zwischen den beiden Gehältern der Eltern jetzt irgendwie entscheiden muss, wegen Kita oder Schulschließung, einer muss sich um die Kinder kümmern, dann sind sehr oft Frauen, dass die wieder zu Hause landen. Und das ist jetzt also keine wissenschaftliche Evidenz, aber ich habe das auf Social Media von ganz vielen Frauen auch in der letzten Zeit als Problem wahrgenommen, dass sie darüber auch sprechen, dass ganz viele Männer auch mit Familie jetzt beruflich weitertätig sein können von zu Hause. Also das sind ja auch oft dann AkademikerInnen, die jetzt weitertätig sein können. Und die Frauen aber eben nicht, weil die wiederum mit den Kindern zu Hause sitzen jetzt gerade. Das heißt, es gibt ganz viele Punkte, wo irgendwie Frauen auch besonders getroffen sind. Häusliche Gewalt ist auch so ein Thema mit der Notwendigkeit, zu Hause zu bleiben, kocht das hoch. Es gibt diverse so sehr, sehr genderspezifische Auswirkungen jetzt von Corona. Und dann kann man sich immer fragen, sind das eigentlich Themen, die jetzt auftauchen in diesem Rat von der Expertenkommission? Und dann sagen die also erstmal zum Beispiel, Kitas sollen ruhig weiter geschlossen bleiben, aber irgendwie Grundschulklassen, vierte Klasse könnte man zulassen, denn das ist ja auch nochmal relevant für die weitere Versetzung jetzt der Kinder. Und die Grundschulkinder in der vierten Klasse sollen dann aber Abstand halten. Man verkleinert die Klassen und dann stecken die sich nicht mit Corona an. Und das hat jetzt total viel inhaltliche Kritik eben auch hervorgerufen, nämlich einmal dass die Kitas geschlossen sind, ist total krass für Frauen, weil die dann alle im Zweifel eben nicht arbeiten können, sind davon sehr viel stärker betroffen. Und dann aber auch so die Vorstellung, dass Viertklässler Abstand halten. Also
ich kenne mich mit Kindern nicht aus, aber da sagen eben viele so, ist noch nicht so das Alter für Abstand halten. Also ganz ehrlich, auch mir fällt das schwer, wenn ich mit Freunden spazieren gehe, mir die ganze Zeit die 1,5 Meter vor Augen zu führen. Da kann man sich halt schon fragen, ob nicht ein paar mehr Frauen oder auch eben dominant weiblich besetzte Fachrichtungen, Pädagogik oder so ähnlich, hätten mit einbezogen werden können. Oder zum Beispiel auch die Frage nach systemrelevanten Berufen haben wir gerade beleuchtet, sind auch größtenteils Frauen. Und da taucht in der ganzen Empfehlung nichts zu auf, was auch den Schutz von systemrelevanten Berufen angeht. Oder zum Beispiel auch jetzt bei der Schuleröffnung haben wir auch sehr viele Lehrer, die eben zu Risikogruppen gehören. Und wie man also diese Risikogruppen jetzt hier schützen kann, wenn man dann jetzt quasi Schulen auch wieder als systemrelevant erachtet und wieder eröffnet, so in etwa. Also ich glaube, da kann man an ganz vielen Punkten feststellen, dass also diese Gender-Themen und die Gender-Auswirkungen, also die Auswirkungen für Frauen, jetzt gerade einfach auch in dem Ergebnis der Kommission überhaupt nicht auftauchen. Das ist eine relativ traurige Aussicht und Ansicht. Was kann uns da jetzt Linderung versprechen? Was ist jetzt nötig? Was müssen wir unternehmen, damit sich daran etwas ändert? Können wir da was Kurzfristiges machen? Oder zeigt das nur wieder, dass wir es mit einem langfristigen Problem zu tun haben? Ja, wir müssen jetzt einfach diese Expertinnenkommission diverser besetzen, meine ich. Also, dass da einfach auch tatsächlich, also ich meine, das ist ja auch so eine demokratietheoretische Frage, denn also es geht ja gerade darum, dass Entscheidungen über unser aller Leben, die eben von der Politik getroffen werden, die uns alle betreffen, dass die eben auch die gesamte Bevölkerung in den Blick nehmen und dass die das auch mit bedenken. Und dann kann man natürlich sagen, also nur weil jemand jetzt Frau ist oder Migrationshintergrund hat oder aus einer bestimmten anderen Gruppe angehört, heißt das ja nicht, dass es spezifisch diese Interessen besser in den Blick nimmt. Aber es gibt eben schon einen Zusammenhang dazwischen, zwischen der eigenen Perspektive, der eigenen Sozialisierung und auch den Themenschwerpunkten, die gesetzt werden. Und ich glaube, man könnte ganz klar also bei diesen Kommissionen eine Frauenquote einführen. Man kann sich halt überlegen, ob das paritätisch sein muss, hälftig-hälftig. Oder man kann es zumindest ein bisschen genauer bedenken. Also ich meine, 2 von 27 ist schon ziemlich schlecht. Damit sind wir leider auch schon am Ende unserer Sendezeit angelangt, die United We Stream uns jede Woche einräumt. Logbuch Freiheit veröffentlichen wir auch zeitnah immer noch auf YouTube. Ihr könnt gerne auch den Podcast Logbuch Netzpolitik abonnieren, den findet ihr unter logbuch-netzpolitik.de. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte freut sich auch immer auf Unterstützerinnen, Fördermitglieder und so weiter. Damit danken wir euch und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.